Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei dem lang ersehnten bzw. heiß erwarteten fünften Turnier von Jurassic World Alive namens, haltet euch fest, Fighting on the Moon. Ja, ich habe lange überlegt, ich hatte viele Namen und dachte mir so, scheiße, was würde denn passen? Da allerdings die Location auf einem Mond ist, was ja schon ziemlich cool ist, das ist ja so die kleine Besonderheit, die ich glaube ich hier auf dem Kanal geschaffen habe mit Jurassic World Alive mit dem Turnier, dass ich halt andere Locations mache, damit ihr als Zuschauer oder Teilnehmer eine coole Location habt, ist nicht langweilig und nicht dieses normale runtergeratterte, wie sonst auch immer. Das andere coole ist, ich mache euch die Musik weg. Also, ich gebe euch eine andere Musik, damit ihr nicht immer dieselbe Musik, die schon immer bei Jurassic World Alive war, nicht immer nur präsent ist, sondern auch mal was anderes. Das ist auch eine kleine Besonderheit hier. Deswegen nochmal an die Teilnehmer, bitte denkt dran an die Regeln. Dino-Sound an, Musik aus. Sehr, sehr wichtig. Bitte denkt dran, versucht es einzuhalten. Es gab noch kein Turnier, wo das fehlerfrei war. Also bitte hier nochmal an der Stelle, merkt euch dies bitte. Aber es ist hier ein Live-Event. Es ist nicht live, ich kann jetzt nicht sofort mit euch interagieren, aber ich möchte dadurch für die Zuschauer und für den Teilnehmer natürlich die Spannung hochhalten, weil eine Verlosung sollte spannend bleiben. Wenn ihr vorskippen könnt, wäre doof, würde mir auch schaden, weil ich muss eins sagen, ich bin zwar von Jurassic World Alive weg, spiele aber immer noch andere Dinos, wie zum Beispiel Path of Titans, The Isle, habe eine geile Community dadurch auch mittlerweile aufgebaut. Danke an der Stelle auch für 641 geile Abonnenten. Wie gesagt, vielen lieben Dank an der Stelle, muss einfach mal erwähnt sein. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, kostenloses Abo, Like, Kommentar, hilft mir, damit ich auch weiterhin euch sowas hier bieten kann. Es macht mir riesig Spaß und ist alles kostenlos. Also damit tut ihr mir ja nur einen kleinen Mini-Gefallen. Auf jeden Fall. Was liegt an? Das Turnier ist noch ein bisschen besonderer als die anderen zuvor. Ja, wir haben jetzt leider nur 16 Teilnehmer. Bisschen kleiner, aber das ist halt auch dem Spiel verschuldet, dass leider viele alte Hasen das Spiel verlassen haben. Größtes Merkmal dieses Pay-to-Win-Geschichte. Aber ich möchte es jetzt auch nicht schlecht reden, weil das Spiel bedeutet mir persönlich auch sehr viel, hat mich viele Jahre begleitet, ist ein geiles Spiel, deswegen mache ich das hier auch noch und ich bleibe meinen Wurzeln treu, deswegen auch noch dieses fünfte Turnier und möchte euch dadurch natürlich noch eine Plattform bieten und auch natürlich neue Mitspieler vielleicht. Also, in der Videobeschreibung ist ein Link vom Discord, dort könnt ihr joinen, kommt ihr zu mir. Dort habe ich viele Bündnisse auch am Start von Jurassic World Alive, wo ihr auch dann Unterkunft finden könntet, euch mal Sachen zeigt, also eine geile Vernetzung. Kann ich euch nur nahelegen, wenn euch das Spiel dann während des Turniers gefällt, wenn ihr jetzt öfter vorbeischaut, schaut gerne vorbei. Und dort habe ich auch viele coole Leute, viele coole Bündnisse, also ihr seid gern gesehen, habt keine Scheu, das Spiel ist cool. Ist sehr langwierig, auf jeden Fall. Ist es aber auch trotzdem, man kann es als Zeitvertreib sehen oder richtig als Hasseln. Also man ist wirklich, wie man es selber sieht. Kommt dann auch auf das Bündnis an, wie das Bündnis eingestellt ist. Aber das ist alles so ein Thema. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, ich würde jetzt allerdings sagen, ich sage euch noch kurz die Besonderheit und dann stellen wir mal die Teilnehmer vor. Die Besonderheit an diesem Turnier ist, nicht nur, dass es auf dem Mond ist, jedes Turnier hatte eine andere Location, sondern es gibt diesmal zwei Spinräder. Nicht nur, dass ich jetzt gleich die 16 Teilnehmer, also die 8 Paarungen ziehe, sondern bei den 8 Paarungen habe ich auch die Dino-Kategorie. Alle Kämpfe dürfen, das kann ich hier nochmal sagen, mit Herdentieren absolviert. Wie ich immer früher gesagt habe, Dreier-Dinos. Also, egal welche Kategorie kommt, ihr dürft Herdentiere einsetzen. Das hatte ich so auch schon auf Discord kommuniziert, mache ich aber hier gerne auch nochmal. Also, welche Kategorien wird es denn geben? Kann ich euch verraten? Das Finale wird Apex. Das steht fest. Das steht fest. Finale wird mit Apex absolviert werden, mit natürlich Herdentieren. Aber die Kämpfe zuvor, ja, das wird wie folgt ablaufen. Es wird im Achtelfinale, wir sind ja hier direkt im Achtelfinale, wird es jeweils zwei Kämpfe von den 4 Kategorien geben. Nämlich, wir fangen an bei Selten, dann kommt Episch, dann kommt Legendär und dann kommt Einzigartig. Die sind auch in Farben unterteilt, habe ich auch das Spinrad gemacht, werdet ihr dann auch gleich sehen. Aber bevor ich drehe, lasst uns doch einmal
kurz die Teilnehmer präsentieren. Viel Spaß! So, wie ihr seht, ist wieder viel Arbeit reingesteckt worden. Ihr habt eine wunderschöne Vorstellung gesehen. Natürlich jetzt nicht so lange wie mit 32 Teilnehmern, aber trotzdem haben es die 16 Teilnehmer auch verdient. Mit natürlich insgesamt 9 Bündnissen, muss man trotzdem sagen. Es sind 9 Bündnisse am Start. Danke an der Stelle. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr könnt ja nicht skippen. Ah, das ist so gemein, ne? Egal. Ich würde sagen, ich ziehe die erste Person. Wer hat die Ehre und wird als erstes von mir gezogen bei Fighting on the Moon? Und der erste Teilnehmer oder Teilnehmerin wird sein Los Vorros. Ja, jetzt die Frage. Wenn ich jetzt MCS lese, ich denke jetzt sofort an, ich weiß nicht, ob das meine Generation ist, an Meckes. Kann das sein? Wofür steht MCS? Ich lese jetzt Meckes. Mann, Los Vorros, was machst du da? Freut mich auf jeden Fall, dass du auch dran teilnimmst in dem Turnier. Letztes Mal hättest du ja auch gekonnt, aber hast dich nicht so ganz getraut, aber ist ja nicht schlimm. So, aber damit ich es nicht vergesse, ich kicke dich. Wer wird jetzt der Gegner werden? Das ist die Frage. Wer wird gegen Los Vorros antreten? Ich ziehe. Und der Gegner wird sein... Oh, Isa. Isa wird der Gegner sein. Okay. Ich habe jetzt gedacht, Mr. Cena. Mr. Cena ist ja auch so. Wenn ich jetzt mal kurz gucke auf die Liste, Mr. Cena natürlich Urgestein. K2 Evan hat, weiß ich nicht, ich glaube, hatte er bei jedem, nee, ich glaube, er hat bei fast jedem außer dem letzten mitgemacht. Ist ein bisschen länger her, ich muss gerade überlegen. Hatte Isa, kick ich einmal. Ansonsten, wer war auch immer dabei? Ich glaube, keiner. Also, viele waren immer dabei. Fips könnte auch sein. Aber ich glaube auch. Viele auch, Steffi war auch schon öfter dabei, jetzt Stampfi, Daniel, Mott, die waren jetzt auch schon, ich glaube, die letzten beiden Turniere oder nur letztes Turnier dabei gewesen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, von den Urgestein, Mr. Cena. Würde ich dran teilnehmen? Dann ich, weil ich war bei jedem auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, Mr. Cena auch. Ich glaube, du warst immer dabei, Respekt. Und natürlich, was ich auch kurz sagen möchte, ja, ich weiß, ihr vermisst, glaube ich, etwas, den Waschbären. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ihr liebt den Waschbären. Ich habe allerdings, da ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da ich alles aufgerüstet habe, bin auf Windows 11 gegangen, um auch Qualitätssteigerung zu machen, Qualität und Soundqualität, habe ich allerdings leider mit diesem Programm Probleme gehabt und ich wollte euch nicht noch länger warten lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber der Waschbär bleibt immer in Ehren. Wenn euch das stört, dann mache ich auch ein Bild noch neben bei den Kämpfen daneben. Keine Ahnung. Aber ich möchte euch nicht aufhalten. Ich möchte euch trotzdem die Oberfläche bieten. Technik, da blickt man nicht immer durch, was passiert. Aber soll uns jetzt nicht den Spaß nehmen. Und bevor ich jetzt die nächste Paarung weiter warten lasse, werde ich jetzt ziehen. Und wir schauen mal, wer den zweiten Kampf bestreitet. Und der zweite Kampf wird sein... Daniel! Das hat aber ganz knapp noch mit einem Pixel rübergeschwenkt. Daniel von den Elmshorn Raptors. Auch der Leader. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert, sonst habe ich mich jetzt blamiert. Aber eigentlich, meines Wissens stand, es ist der Leader. So, einmal kicken. Daniel, da du viele aus deinem Bündnis hier hast, ist halt die Frage, gegen wen du antreten wirst. Ist schwer, sich immer alle zu merken, bei welchem Bündnis die sind, aber hier und da kriege ich es hin. Ich mache das ja alles Freestyle. Ups.
Das wird dein Gegner sein. Das könnte widerlich sein. Okay. Boah, wer da jetzt Sieger hervorgeht, das wird wirklich interessant. Also, spannender Kampf. Aber wir wissen ja auch nicht, welche Dino-Kategorie. Das kommt ja noch. Das ist ja noch das Assige daran. Wir ziehen aber jetzt mal direkt die dritte Paarung. Und die dritte Person wird sein... Mr. Cena. Oh, meine Turnierlegende, Mr. Cena. Ja, ich glaube, jetzt wo ich so wirklich rückwirkend zurückschaue, du warst immer dabei. Danke einfach auch mal an der Stelle. Sehr treu. Freut mich auf jeden Fall. Ich kicke ich jetzt und wir schauen mal, wer dein Gegner werden wird. Dein Gegner wird sein... Stampfi. Stampfi ist auch ein widerlicher Gegner. Oh, das könnte eklig werden. Ah. Aber man macht ja auch hier an den Turnieren mit, weil man auch was kann. Natürlich, ne? Man muss immer aufpassen, es kommt drauf an, auch welche Dinos man bekommt. Zu dem Gegner-Dinos. Das hat so viele Faktoren, wo man nie weiß, wie kommt was. Natürlich Talent, Skill sollte man immer mitbringen, aber trotzdem ein bisschen Glück ist auch dabei. Ja, die Dinos sind alle auf 26 zurückgestuft, ohne Boost, klar. Dadurch ist es schon mal neutralisierter. Aber trotzdem Glücksfaktor, welche Dinos kommen. Und ja, ob man mal einen guten Tag erwischt, weil gefettfingert habe ich auch schon. Also das geht ganz schnell, aber dich kriege ich jetzt. Aber irgendwie ziehen wir hier viele schwarze Felder, die blauen nicht so. Ja, die lassen warten. Blau-schwarz hat keine Bedeutung, das ist einfach nur farblich so abgestimmt. Erst habe ich überlegt, ob ich die Bündnisfarben mache, aber das sah nicht so geil aus. Deswegen, wir ziehen jetzt mal, wir sind jetzt beim vierten Kampf, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und wer wird hier der erste Teilnehmer vom vierten Kampf sein? K2Evan. K2Evan ist am Start, wirst gekickt. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch sehr viel Glück. Hat es ja immer so ein bisschen Pech gehabt. Aber vielleicht wird es jetzt anders werden. Ich schau mal, wer dein Gegner wird. Und dein Gegner wird sein... Da schwenkt es um zu Steffi. Okay, Steffi, sehr schön. Freut mich auch, dass wir weibliche Mitspielerinnen wieder am Start haben. Weil nur Männer, haben wir uns nichts vor, ist doof. Finde ich schön, diese, ja, jetzt wollte ich Mischung sagen, aber das kommt irgendwie falsch rüber. Steffi, ich kick dich mal. Und wir schauen mal, wer jetzt beim fünften Kampf der erste Teilnehmer ist. Und... Ronaldo. Da kam kein Schwenker zum Pixel. Ronaldo wird dein Gegner sein. Ich kicke dich. Und jetzt sind nicht mehr viele am Start. Warte mal. 2, 4, 6. Bin ich lost? 2, 4, 6. Habe ich jetzt... Ach, ist das die erste Paarung? Stimmt, das war die erste Paarung, ne? Das ist, wie gesagt, ihr seht jetzt irgendwie immer so irgendwie über das Endprodukt, aber ich sehe dazu das Spinrad und weiß nie, was jetzt passiert ist. Oder wird das nicht sofort gemacht? Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das ist ja die Überraschung. Deswegen glaube ich, ich kriege jetzt für dich noch erst den Gegner. Es tut mir leid. Und der Gegner wird sein. Es sieht nach Fuchs oder Buddy aus. Fuchs. Fuchs wird dein Gegner sein. Auch erstmalig mit dabei. Dich kicke ich. Jetzt 2, 4, 6. Ja, so stimmt. Das heißt, jetzt sind wir beim sechsten Kampf. Und wer wird beim sechsten Kampf der erste Teilnehmer sein? Lisa. Lisa ist am Start. Lisa wird gekickt, aber nicht aus dem Turnier, nur aus dem Spinrad. Und Lisa, wer wird dein Gegner werden?
Flonamiti. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Diese Paarung steht fest. Ich kick dich einmal. Und ja, was ich mir abgewöhnen muss, ist vielleicht zu sagen, der wie viele Kampf es ist, weil man kann nicht gewinnen. Bei 16 Teilnehmern geht es noch. Ich weiß noch, 32 Teilnehmer, es war die Hölle. Deswegen, ich glaube, da habe ich komplett die Klappe gehalten, welcher Kampf ist. Da habe ich, glaube ich, nur den ersten Kampf gesagt und den letzten. Das war's dann. So, wir haben noch 4 Teilnehmer. Stevel, Buddy, Tortuis. Ich liebe eure Namen, wenn ihr das immer macht. Das macht ihr doch extra. Und Mod oder MOD. Deswegen, wir schauen mal, wer wird hier rausgehen. Vielleicht Stevel, Schwarz. Wir gucken mal. Oder wird ein Blauer gezogen? Schwarz kann es nicht mehr werden. Tortuis. Und ziemlich gerade. Ein bisschen Schräglage, oder? Ah, doch, ziemlich, ja, ein bisschen schräg, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Ich kicke ich. Wer wird dein Gegner werden? Ich fackel nicht lange. Und dein Gegner wird sein. Buddy, es steht schon fest. Katsching. Dich kicke ich. Damit stehen eigentlich schon beide sag ich schon, damit stehen alle Kämpfe fest. Auch MOD gegen Stevel. Aber der natürlich Ansichts Vervollständigung wollen wir doch gucken, wer überhaupt nicht gezogen geworden wäre. Deswegen werden wir noch einmal drehen. Wer wäre in meinem Turnier gar nicht gezogen? Mod wäre gar nicht gezogen. Stevel ist im letzten Kampf der Teilnehmer. Dadurch ein Reset und alle kommen wieder zurück. Also Stevel gegen Mod. Damit stehen alle Kämpfe fest. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie er kämpft. Aber wenn ihr jetzt meint, abschalten zu wollen, böse. Nicht nett, nicht gut. Hört auf. Das X war nicht gut. Es war nicht nett. Deswegen kurze Pause. Ich switch mal eben das Spinrad. Muss ich ja machen. Und dann werdet ihr jetzt hier was sehen. Und ihr seht die Kategorien, wie versprochen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das mache. Mache ich nur 4 und gucke dann, wenn ich jetzt einzigartig 4-mal drehe und episch nur einmal, dachte ich, nee, es wäre doof. Ich mache das wie mit den Teilnehmern. Ich ziehe jetzt und kicke. Heißt, wir haben 8 Paarungen, 8, also 4 Kategorien, aber mal 2. Bedeutet, drehe ich jetzt ein, habe die erste Paarung für den ersten Kampf. Da ich jetzt natürlich die Kämpfe nicht aufgeschrieben habe, ich habe jetzt nur gezogen, gequittet, also rausgelöscht und ich weiß die Kämpfe nicht mehr auswendig, wer hier gegen wen kämpft, das gebe ich jetzt zu, weil das habe ich jetzt nicht mitgeschrieben. Das wäre jetzt für eine Aufnahme total Horror, da ich jetzt alles Freestyle mache. Deswegen werde ich jetzt einfach nur den ersten Kampf sagen, zweiten Kampf. Ich gucke, wie ich es darstelle, ihr seht es dann vielleicht schon viel schöner. Aber wir schauen uns mal an, wer im ersten Kampf welche Kategorie haben wird. Ich bin ja gespannt, was ihr überhaupt haben wollt. Aber ihr könnt es euch nicht aussuchen. Das ist ja das Schwierige an dem Turnier. Ihr wisst nicht, was kommt. Ihr könnt euch nicht drauf einstellen. Und das ist das Schöne. Dieses Abgucken ist damit schon mal sehr stark neutralisiert. Nicht böswillig abgucken, aber Ideen, oh, der Dino hat gut funktioniert, den nehme ich. Das ist damit vorbei. Zwar nicht komplett endgültig vorbei, aber vorbei. Und wir gehen jetzt rein. Ich ziehe und wir schauen, welche Kategorie beim ersten Kampf kommt. Und die erste Kategorie wird werden selten. Und ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich jetzt mal persönlich mal überlegen würde. Puh, aber ich weiß nicht, selten hat man oft in den Turnieren gehabt. Ich rede noch von meiner Zeit. Selten hatte man oft in den normalen Turnieren episch. Ach, geht. Also ich weiß nicht. Ist schwierig. Eigentlich kannst du mit allen Kategorien hier gut anfangen. Wenn ich jetzt gewöhnlich hätte, würde ich wissen, gewöhnlich hasst jeder. Aber, schwierig. Aber ich möchte noch kurz erwähnen, also alle Kategorien, Herdentiere erlaubt, aber Omegas, ne? Hier steht nicht die Kategorie Omegas. Das möchte ich nochmal an der Stelle kurz erwähnen. Und ihr dürft keine Vermischung machen. Selten heißt nur seltene. Sonst nichts. Und Herdentiere sind natürlich erlaubt, aber Kategorie selten. Jetzt drehen wir aber mal den zweiten Kampf. Welche Kategorie wird da kommen?
Und die zweite Kategorie wird, dein Ernst, selten. Das ist natürlich jetzt krass. Damit stehen die ersten beiden Kämpfe fest. Beide mit selten. Fühle ich jetzt nicht so. Aber ist ja nicht schlimm. Dann drehen wir mal, was jetzt kommt. Welche Kategorie wird der dritte Kampf haben? Und der dritte Kampf bekommt episch. Episch kickig. Jetzt guck ich mal, wenn sie da episch kommt, dann ist das einfach nur komplett lost. Hier ist nichts manipuliert, kann ich nicht. Ah, wir schauen mal, welche Kategorie kommt jetzt. Ah, okay. Ich hatte schon Sorgen. Und es wird einzigartig. Schöne Farben. Können wir einmal kicken. Damit stehen noch 4 Kategorien fest. Die Halbzeit haben wir schon mal erledigt. Wir gehen zum 5. Kampf. Sehr logisch denken, bei 8 Paarungen. Episch. Da haben wir wieder episch. Dich kick ich. Ich denke mal, die letzten 3 Paarungen freuen sich vielleicht, weil sie denken, boah, ich kann nur noch legendär oder einzigartig haben. Ja, oder es gibt hier jemanden gerade im Turnier, der denkt, boah, ich mag ja legendär gar nicht und hofft auf einzigartig. Ich glaube, die meisten hoffen auf einzigartig. Schätze ich mal. Aber natürlich kann der Gegner auch einzigartig dadurch ja dann haben und ist dann auch wieder schwer. Ist halt immer so eine Sache, aber ich glaube, mit einzigartig ist man am meisten vertraut. Deswegen, ich drehe mal. Ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Und es trifft einmal legendär. Ein legendär ist weg. Mein Gott, ist das eine Farbkombination hier. Boah, das ist richtig hell. Damit sind nur noch 2 Kategorien übrig. Einzigartig, legendär, wie natürlich vorhin auch. Habe ich eben vorhin gesagt, 3 Kategorien? Weiß ich nicht. Der hat in der Vergangenheit vielleicht, hat vielleicht vorhin Schwachsinn gelabert. Ist egal. Wir ziehen jetzt mal. Muss ja jetzt nämlich nur einen ziehen. Welche Kategorie bekommt die vorletzte Paarung und die letzte Paarung? Der jetzt angezeigt wird, ist natürlich die vorletzte Paarung. Und ich drehe. Und die vorletzte Paarung bekommt ein legendär. Und somit hat dann auch die letzte Paarung einzigartig. Damit stehen alle Paarungen fest. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr habt jetzt genau 2 Wochen Zeit, die Kämpfe aufzunehmen. Ich glaube, alles Weitere ist auf Discord besprochen. Ihr lasst es mir dann zukommen. Alles Weitere, wie gesagt, auf Discord. Wurde, die meisten kennen das schon. Die Turnierteilnehmer, die es ja auch schon gemacht haben, können den anderen ja auch helfen, unterstützen. Wünsche euch allen sehr viel Glück und vor allem nicht nur Glück, auch wirklich sehr viel Spaß. Ihr sollt Spaß an dem Turnier haben. Das ist kein Turnier, wo hier einer gedemütigt wird oder sonstiges. Es dient einzig und allein der Unterhaltung, dem Spaß und natürlich, dass ihr euch auf YouTube sehen könnt. Und für mich freut es mich, wenn ihr mir einen kostenlosen Abo da lasst, ein Like da lasst oder ein Kommi. Hilft mir, freue ich mich drüber. Man kann diskutieren dann. Und eine Sache, bevor ich mich jetzt von der Verlosungsfolge verabschiede. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wenn ich den ersten Kampf dann auch präsentiere. Beziehungsweise 2 bis 3 Wochen, weil ich muss das ja dann auch kommentieren. Möchte ich eine Sache sagen. Ich bin aus der Materie Jurassic World Alive raus. Ich hatte eine Umfrage gemacht. Soll ich kommentieren? Soll ich nicht kommentieren? Es war am Anfang, ist schon lange her. Und man möchte schon gerne meine Stimme wieder hören. Finde ich sehr schön. Danke an der Stelle. Ist sehr schmeichelhaft für mich. Aber bitte, denkt dran, ich bin aus der Materie raus, ich kann nicht mehr fachmännisch reden und könnte sagen, boah, ich würde jetzt den Move machen, die Aufhebung oder diese Ablenkung. Ihr hört, natürlich, ich weiß, worum es noch geht, aber da hat sich wahrscheinlich jetzt auch so viel getan, da bin ich raus. Ich werde wahrscheinlich denken, boah, der ist voll gut und dabei ist der so genervt worden oder der, wo ich immer dachte, der ist voll scheiße, wurde richtig geboostet. Weiß ich alles nicht, deswegen, ich werde kommentieren. Aber nicht so ernst, dass ich jetzt mega ins Detail gehen kann. Ich bitte natürlich, dies auch zu entschuldigen. Aber wir werden trotzdem eine geile Zeit haben. Und ihr könnt ja auch in den Kommentaren dann diskutieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und sage dann einfach mal viel Glück, viel Spaß. Und wir sehen uns dann im ersten Kampf. Euer Data07. Bleibt gesund. Ciao.